Guten Morgen! Ich bin jetzt auf dem Weg nach Köln. Ich bin schon ein bisschen spät dran. Wir haben jetzt 8:50 und ich habe mich mit der Sarah verabredet um 9:30. Das wird ein bisschen knapp. Ja, ich nehme euch einfach so ein bisschen mit. Wir gehen jetzt frühstücken und vielleicht auch so ein bisschen bummeln. Ich brauche nämlich noch ein Bikini. Wir fahren ja in 2 Wochen nach Florida und ich habe noch nicht einen einzigen Bikini. Und das geht ja gar nicht. Also, ich würde sagen, schnell losfahren, bevor ich zu spät komme. Ist natürlich Stau, ist mal wieder klar. Wie sollte es auch anders sein? Mein Navi führt mich jetzt mal wieder hier durch die City, aber egal. Ich glaube, es ist besser, als im Stau zu stehen. Wir sind heute im The Great Barrier. Super. So, wir sind jetzt hier in irgendeiner Seitenstraße und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Hallo! Ja, das ist die Sarah. Wir waren gerade lecker frühstücken, habt ihr ja schon gesehen. Und wir sind beide total verloren hier. Ich habe keine Ahnung. Falls wollten wir ja Bikinis shoppen. Ja, weil wir gehen beide in Urlaub. Wir wollen ein bisschen Sonne tanken, weil hier klappt es ja nicht so ganz in Deutschland. Obwohl doch heute geht's ja. Heute geht's ja. Aber es ist jetzt auch kein Bikini-Wetter, an den Strand, also ins Wasser zu gehen. Ins Waldbad, ins Freibad, an See. Wir laufen einfach über die Straße. Ich hoffe, wir finden noch was. Ja. Wo sind wir? Da können wir auch mal reinschauen. Und da könnten wir dann nachfragen, wo denn andere Geschäfte sind. Weil ich komme mir hier gerade so verlassen vor. Und der Urban Outfit sieht doch sehr klein aus. Ich weiß nicht, ob die Bikinis haben. Oh. Das sieht geil aus, gell? Aber warum hat diese Schaufensterpuppe einfach Größe 26? Sieht aus wie eine 12-Jährige. Einfach mal rein. Also Sarah und ich, wir haben schon was gefunden. Das ist immer klasse, wenn man was kaufen will und dann doch das ganz andere. Wir kaufen uns wahrscheinlich dasselbe und machen nachher ein Partner-Selfie. Aber es ist cool. Was kostet das denn? 55. Schon viel für einen Oberteil. Ja, aber es ist einfach geil und sowas findet man viel zu selten. Ja, mit so einem weiten Ausschnitt. Ich probier's jetzt mal an. Ja, mach. Gibt es dieses Oberteil vielleicht auch für normale Füßen? Was ist das denn? Ist das für Puppen? Hey, da passt doch kein Mensch rein, oder? Hä? Was ist das denn für eine Größe? XS, aber das ist, guck mal, das ist ja Baby. Was ist das? Aber schau mal, der ist auch schön. Weißt du, vielleicht für unter dem Oberteil oder sowas, ist geil. Aber ist auch klein. Aber es ist halt so komplett transparent, ne? Sind alles so klein. Ich glaube, wir haben einfach zu große Oberweite. Oh, Kaffee. Aber Bikinis sind hier keine. Aber auch geil, Calvin Klein ist auch immer gut. Guck mal, der ist aber auch nicht schlecht. Auch schön. Aber wir sollten fokussiert bleiben. Eigentlich wollten wir Bikinis kaufen. Ist auch geil. Super. Für unter den Jeans oder sowas. Scheiße, ey, wir sind schon wieder. Aber ich denke immer, unter den Jeans ist voll blöd, weil dann sieht das aus. Oder ein Rock. Schlüpper an. Ich habe Bikinis gefunden. Aber nur ein paar. Aber trotzdem ist das sehr schön, weil ich mag so Bikinis. Aber wo gibt es die Schlüpper dazu? Ich glaube, es gibt keine Bikinis mehr, der Sommer ist vorbei. Ich habe gedacht, wir können jetzt hier so voll die Schnäppchen machen. Ey, wo sind die Umkleiden? Zieh dich doch einfach hier um. Also ich hab's an. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich komme mal raus. Komm nicht. Doch, jetzt. Ich finde es auch ziemlich geil. Okay, wenn du die Tür aufmachst, ist die Kamera auf. Musst du gut präsentieren. 3, 2, 1. Das sieht aber echt cool aus, gell? Voll. Ich habe jetzt einen BH noch drunter. Der BH ist geil da drunter. Gell? Das ist ganz schön. Und auch hinten ist der ganz schön. Das ist ein geiles Oberteil. Ich muss einen richtigen BH nehmen. Ja. Der ist echt cool. Aber schön, weil er ist ein bisschen bauchfrei. Hinten ein bisschen länger. So schick ich einfach. Ja. Ne? Ich find's cool. Sonst mit dem? Ja, ich nehm's mit. Zieh ich kaputt gleich in die Live-Show. Okay. Toll, ne? Wollten wir wieder Bikinis kaufen und was kaufen wir? Und? Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Echt jetzt?
Ich glaube, mein Freund, wie es so sehen wird, dann wird er sagen, Schatz, ist ein bisschen groß. Übertreib deine Rolle nicht. Also, ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. So Leute, voll geil. Wir haben schon mal das gleiche Oberteil. Natürlich kein Bikini, ist klar. Aber wir haben jetzt gerade die Verkäuferin gefragt und die hat uns jetzt zu einem Zalando-Outlet geschickt. Hey, mega geil. Sowas gibt es bei uns in den Käfern gar nicht. Ich war noch nie in einem Zalando-Outfit. Ich auch nicht. Geil. Die Katastrophe ist passiert. Wir sind im Zalando Outlet. Jetzt ist es wichtig, fokussiert zu bleiben. Wir sind jetzt fokussiert an Bikinis. Ja, wir sind nämlich hier ein bisschen überfordert, weil hier alles Schnäppchen sind. Bist du auch so ein Schnäppchenjäger, Sarah? Ja. Guck mal, hier in der. Gibt es hier die Bikinis überhaupt? Eigentlich. Komm doch. Ja. Haben Sie Bikinis? Nein, leider nicht mehr. Oh nein. Nächstes Jahr wieder im Frühjahr. Scheiße. Sarah, die haben keine. Das war nix. Überforderung hoch 100. Ja. Ich glaube, wir landen noch im H&M und im Zara und finden dort unsere Bikinis. Ich glaube auch. Oh no. Aber gut ist, dass wir uns hier so gut auskennen. Das hilft auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir unseren Kaffee aus dem Urban Outfitter stehen lassen, weil wir so mit unseren Blusen beschäftigt waren. Und der war einfach noch voll. Ja. Also, liebes Urban Outfitters, falls du das jetzt gerade guckst, es tut uns sehr leid. So, Leute, wir haben jetzt die Suche nach dem Bikini aufgegeben. Wir gehen jetzt einfach bei Douglas rein. Bisschen nach Schminke gucken, damit wir überhaupt was haben, wobei wir ja ein schönes Oberteil gefunden haben. Also ich bin ja eigentlich auf der Suche nach MAC, weil die Sarah mir einen einen Lip Liner empfohlen hat. Ist der grün, oder? Ja, wie so ein Nagellack. Der ist gut, oder? Mhm. Ist der gut zum Verhalten? Ja, also so für den Alltag, finde ich. So. Shopping-Tour ist beendet. Wir haben leider nur ein Oberteil gefunden. Wir wollten jetzt gerade auch noch bei Douglas was shoppen und bei MAC, aber weil die Sarah hatte mir so einen Lipgloss, die hat nämlich so einen schönen Lip Liner dran. Den kannst du auch in der Infobox verlinken, wenn du magst. Ja, mache ich das. Aber wir haben den nicht gefunden und irgendwie ist uns, wir gehen lieber noch einen Kaffee trinken. Ja, genau. Und dann müssen wir auch schon weiter. Unser kurze, spontane Treffen ist vorbei. Ja, war sehr schön. Vielen Dank. Aber wir sehen uns ja eh bald wieder. Du bist ja auch heute Abend zusammen bei Big Brother. Werde ich auf jeden Fall anschauen. Für euch hat unser Video gefallen. Es war eine kleine Shopping-Tour, die weniger erfolgreich ist, weil eigentlich wollten wir ja Bikinis kaufen, aber egal. Egal. War auf jeden Fall schön, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Ja. Bis dann. Ciao.